Mehr als 11.000 Mal musste die Polizei in Rheinland-Pfalz seit April eingreifen, weil Menschen gegen die Corona-Regeln verstoßen hatten. Das berichtet das rheinland-pfälzische Innenministerium. Die Verstöße, mit denen die Beamten immer wieder zu tun hatten, waren die Missachtung des Mindestabstandes, dass sich zu viele Menschen im öffentlichen Raum trafen oder dass kein Mund-Nasen-Schutz getragen wurde. Im Landkreis Main-Koblenz beispielsweise wurden bisher rund 520 Verstöße registriert. Diese wurden mit Bußgeldern in Höhe von mehr als 72.000 Euro geahndet. Das Verwaltungsgericht in Mainz hat zwei Eilanträge gegen die Maskenpflicht abgelehnt. Die im Zuge der Eilanträge kritisierte Einschränkung der Grundrechte sei verhältnismäßig, da die Masken einen angemessenen Beitrag zum Schutz gegen Infektionskrankheiten leisteten. Der Rheinland-Pfälzische Landtag hat am Donnerstag den Antrag der CDU, Beschäftigte an Schulen und in Kitas regelmäßig und umfassend auf das Coronavirus zu testen, abgelehnt. Hintergrund ist, dass die Landesregierung befürchtet, permanentes Testen führe zu falscher Sicherheit und setze somit das falsche Zeichen. Als kleines Dankeschön können in Simmern im Rhein-Hunsrück-Kreis Einsatz- und Pflegekräfte am kommenden Samstag kostenfrei den Film Das perfekte Geheimnis im Autokino schauen. Zu der Aktion sind alle Sanitäter, Polizisten, Krankenpfleger oder Feuerwehrleute in ihren Einsatzfahrzeugen eingeladen. Laut Veranstalter werden rund 100 Fahrzeuge in Simmern erwartet. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.